diesem Video beschäftigen wir uns einmal mit der Mediathek von WordPress, mit so verschiedenen Ungereimtheiten und verschiedenen Vorkommnissen, die immer wieder zu Fragen zurückführen. Bevor wir damit beginnen, gehen wir erst einmal in die Plugins und installieren drei Plugins, die wir in dem Zusammenhang verwenden werden. Das erste Plugin trage ich hier einmal ein, heißt Short Pixel Image Optimizer, hier zu sehen, und wir installieren dieses Plugin. Das zweite Plugin hat die Bezeichnung Post Type Order. Post Type Order hat den Vorteil, wir können dort die Mediadateien und auch die Beiträge, die wir veröffentlicht haben, anders anordnen oder sortieren. Und das dritte Plugin hat die Bezeichnung Add from Server, ist ein Programm, mit dem wir nachher Dateien vom Server auf unsere Mediathek aktivieren können. Um das Ganze jetzt einmal praktisch zu zeigen, habe ich hier eine ganz einfache Demo-Seite aufgebaut, in die wir jetzt mit der Seite bearbeiten hineingehen und eine Grafik einfügen wollen. So wie es der normale Weg ist, setzen wir unseren Cursor dahin, wo die Grafik eingefügt werden soll, gehen auf Medien hinzufügen und wir sehen, wir haben hier noch keine Datei hochgeladen. Wir gehen also auf Datei auswählen. Nehmen die Datei, die wir haben möchten, markieren sie und sagen Öffnen. Jetzt wird die Datei auf unseren Server hochgeladen. Die Datei ist fertig hochgeladen und wir sehen nichts. Hier haben wir das erste Vorkommnis, was passieren kann, wenn wir eine neue Internetseite mit WordPress angelegt haben. Unsere Grafik ist zwar hochgeladen, aber wir sehen hier kein Vorschaubild und wir wissen im Prinzip nur anhand des Namens, was das für eine Datei ist. Jetzt kommt die große Frage, warum wird die Datei nicht angezeigt? Wir machen trotzdem erstmal in diesem Schritt weiter. Wir geben für jede Datei, die wir hochladen und einarbeiten in unseren Beiträgen, einen sogenannten Alternativtext ein. Dieser Alternativtext, der wird immer dann angezeigt, wenn die Datei nicht mehr vorhanden ist oder die Verbindung einen falschen Pfad angegeben hat und die Datei nicht angezeigt werden kann. Wir haben den Alternativtext eingegeben und gehen jetzt auf Seite einfügen. Und genau das ist das Kuriose, was hier im Augenblick passiert, was wir gesagt haben. Sie wurde nicht angezeigt und hier erscheint jetzt der Text, den ich eingegeben habe, ohne dass die Datei angezeigt wird. Es ist ein Link zur Datei, aber das Bild wird nicht angezeigt. Also gehen wir jetzt einmal schauen, woran es liegen könnte. Ich gehe jetzt einmal in das FTP-Programm von FileZilla, habe hier eine Verbindung zu meinem Server aufgebaut und habe hier auf der rechten Seite die Serverdaten und hier ist der Upload-Ordner und wenn wir uns den anschauen, dann ist die Datei, die wir hochgeladen, hier im Serverbereich und wird angezeigt. Warum sehen wir sie in der Mediathek nicht? Wir gehen einmal mit der rechten Maustaste auf den Upload-Ordner, wo sich die Dateien befinden, und schauen uns einmal die Dateiattribute an. Und hier können wir erkennen, der Attributwert 710, so wie er von der Installation her festgelegt wurde, hat nur die Berechtigung des Besitzers zum Lesen, zum Schreiben und zum Ausführen. Wir ändern dieses Attribut jetzt ab in die 755 und wir sehen jetzt, ist die Gruppenberechtigung zum Lesen und zum Ausführen und die öffentliche Berechtigung ebenfalls zum Lesen und zum Ausführen eingetragen und wir beziehen die Datei mit ein unter Verzeichnis alles, was dazugehört und bestätigen mit OK. Ich schalte jetzt wieder zurück auf unsere Seite zum Bearbeiten.
Und wie wir sehen, wird jetzt die Datei angezeigt. Wir bearbeiten diese fertig hier. Ich gehe einmal mit der linken Maustaste auf die Datei und sage ihm rechtsbündig anordnen und den Text herumlaufen lassen. Wir formatieren den noch kurz im Blocksatz, um ein vernünftiges Schriftbild zu bekommen. Und damit haben wir unsere Grafik hier richtig eingetragen und den Text dort angepasst. Und gehe dann einmal rüber in die Mediathek, in die Übersicht. Und wir sehen, auch hier ist jetzt unsere Grafik erkennbar. Das Zweite, was wir hier erkennen, was absolut wichtig ist, auf der rechten Seite, hochgeladen zu, dort steht in der Datei, wo die Grafik eingebaut wurde. Und wir können sie hier wieder lösen. Wir machen das mal kurz. Dann kommt die Anzeige, es ist nicht verknüpft. Ich kann die Datei wieder verknüpfen. Verknüpfe die Datei wieder, kriege eine Anzeige meiner Seiten und sage, okay, wir gehen auf die Startseite, die Verknüpfung auswählen und dann ist die Datei wieder verknüpft. Der Hintergrund ist im Text beschrieben. Jede Datei hat ihre eigene URL und kann dann in den Suchmaschinen separat aufgerufen werden. Mit dieser Verknüpfung wird dann nicht die Datei des Bildes, sondern der verknüpfte Bereich der Seite oder des Beitrags aufgerufen. Bevor wir jetzt weitermachen, gehe ich in die Plugins und aktiviere dort das Plugin Short Pixel Image Optimizer. Um mit diesem Plugin sauber arbeiten zu können, gehen wir auf das Button Request Key und fordern unseren API Key an. Dann erscheint die Seite mit den Einstellungen und der API Key wurde hier eingetragen und wir gehen auf Validate und bestätigen diesen, so dass das Programm jetzt sauber arbeiten kann. Die Meldung zeigt uns an, das API Key wurde also eingetragen und ist valide. In die Einstellungen und sagen ihm, sicher mal die Größe ab, die wir eingetragen haben, diese oder jene Größe, speichern und gleich den Komprimierungsvorgang starten. Mir wird angezeigt, ich habe eine Datei eingeladen mit 5 Thumbnails und starte jetzt den Optimierungsvorgang und das Programm arbeitet und komprimiert jetzt unsere Datei. Wenn der Vorgang fertig ist, zeigt er uns an, wie viel die Datei jetzt komprimiert wurde. Die liegt derzeit also bei 57% Kompressionsrate. Ab sofort wird jede Grafikdatei, die wir hochladen, automatisch über dieses Programm komprimiert. Wir gehen auf die nächste Seite und suchen uns eine Datei aus, die wir beim Bearbeiten wieder einfügen werden. Setze den Cursor also wieder an eine Stelle, wo die Grafik hochgeladen werden soll und gehe also auf Medien hinzufügen. Gehe auf Datei hochladen, wähle mir eine Datei aus, wähle sie an, öffne sie und die Datei wird hochgeladen. Und da wir die Dateiattribute geändert haben, wird unsere Datei jetzt sofort mit dem Vorschaubild angezeigt. Gib den alternativen Text ein und sage in die Seite einfügen. Sie wird angezeigt. Linke Maustaste auf die Grafik. Linksbündig diesmal und etwas verkleinern, weil sie zu groß ist. Und den Text formatiere ich wieder um im Blocksatz, sodass das Ganze dann wieder Hand und Fuß hat. So, damit ist diese Datei auch fertig und unsere Grafik ist eingesetzt. Also gehen wir wieder auf die Mediendatei, um das zu überprüfen. Muss natürlich bleiben und erstmal aktualisieren, ist klar. Gehe auf die Mediendatei und wir sehen die neu eingetragene Datei. Auf der rechten Seite wurde jetzt automatisch über Shortpixel-Kompression auch um ca. 59% reduziert, inklusive der 5 Thumbnails, die abgelegt wurden, die dort mit angelegt wurden. Ich komme jetzt direkt zu dem nächsten Punkt, der passieren kann.
Wir wollen nochmal Dateien hinzufügen. Und wenn wir uns diese Ansicht hier einmal genau anschauen, dann haben wir hier unten die Meldung, dass eine maximale Dateigröße für Uploads von 8 MB vorgegeben ist. Das heißt also, alles, was größer ist, kann ich nicht mehr über den Weg über WordPress hochladen, sondern ich muss sie mit einem separaten FTP-Programm hochziehen. Ich gehe das so mal wieder in den FTP-FileZilla, habe hier meinen Pfad, wo die Dateien abgelegt wurden und lege jetzt einfach mal eine neue Grafik hier rüber, lade sie also hoch in den Bereich vom Upload. Gehe wieder zurück, gehe in die Medienübersicht und wie wir sehen, sehen wir nichts. Unsere Datei, die ich eben hochgeladen habe, gehe nochmal kurz zurück, ist ein Bild mit einer Schnecke, so ist sie bezeichnet. Diese Datei ist in unserer Medienübersicht nicht zu sehen. Warum nicht? Weil die Datei, die über eine FTP-Installation hochgeladen wurde, nicht automatisch vom Server der Mediathek hinzugefügt wird. Wenn sie nun zu groß ist und ich muss sie über FTP hochladen, wird sie mir nicht angezeigt. Hierfür gehen wir wieder in die Plugins und aktivieren jetzt, was wir vorhin hochgeladen haben, das Add-in, Add from Server. Ich aktiviere es und gehe dann auf meine Medien über. Add from Server wurde als Menüpunkt hinzugefügt. Ich aktiviere den und jetzt werden mir sämtliche Dateien angezeigt, die auf dem Server liegen und finde hier unten die Schnecke und lasse sie importieren. Importiere sie. Die Meldung wird abgegeben, dass die Schnecke zur Mediathek hinzugefügt wurde. Gehe wieder auf meine Medienübersicht und wir sehen, dass die Schnecke jetzt auch bei uns hier zu sehen ist. Hier haben wir jetzt die Meldung auf der rechten Seite, dass diese Schnecke nicht verknüpft wurde, weil sie ist noch keinem Beitrag oder keiner Seite hinzugefügt worden. Machen wir jetzt. Ich gehe also auf meine Seite. Wir nehmen jetzt mal diesen Beitrag hier und wollen die dort einbauen. Ich gehe also auf Beitrag bearbeiten und setze wieder meinen Cursor an die Stelle, wo die Datei eingefügt werden soll. Sage ihm im Medien hinzufügen, finde jetzt meine Schnecke hier eingetragen und gebe ihr jetzt noch den Alternativ. Bestätige das in den Beitrag einfügen. Unsere Schnecke ist da. Linke Maustaste. Wir ordnen sie wieder rechts an. Formatieren den Text im Blocksatz, um wieder die ganze Seite richtig sauber anzuordnen. Ich aktualisiere die Seite und schaue sie mir dann in der fertigen Webseite an. Beitrag 1. Unsere Schnecke ist vorhanden. Wir schauen uns jetzt noch einmal die Mediathek, die Medienübersicht an. Und automatisch wurde diese Schnecke wieder an den Beitrag 1 zur Demo-Seite hinzugefügt. Wir sehen Beitrag 1 Demo-Seite und die Schnecke ist dem hinzugefügt worden. Zum Schluss gehe ich noch einmal in die Plugins und aktiviere jetzt das dritte Plugin, was wir hochgeladen haben, Post Type Orders. Muss konfiguriert werden von den Einstellungen, bekomme ich die Meldung. Wir gehen kurz rüber, konfigurieren diese Datei. Wir können die Einstellung lassen, so wie sie ist, und speichern sie ab. Und gehen dann einmal auf unsere Medien. Und wir sehen jetzt hier unten im Bereich der Medien, dort steht Sortieren. Ich gehe auf diesen Beitrag rauf und kann jetzt einfach mit Drag und Drop meine verschiedenen Dateien, je nachdem wie ich sie haben möchte, umordnen, aktualisiere die Datei und habe dann in meiner Medienübersicht die Reihenfolge abgeändert. Und das Gleiche haben wir bei diesem Plugin auch noch bei den Beiträgen. Wir haben nur einen Beitrag hier, aber wenn ich auf diese Menüzeile gehe, dann haben wir auch hier die Möglichkeit mit Sortieren.
Wenn es mehrere sind, diese Beiträge auch wie in den Mediatheken umzusetzen, anzuordnen und umzuordnen. Damit wollen wir den Bereich von der Mediathek jetzt beenden und die wichtigsten Sachen sollte man sich schon mal merken, warum und wieso